und herzlich willkommen. Wir sind heute dabei, die Loot Chest vom März auszupacken. Und ich schaue natürlich jetzt alles erstmal hier in unser Begleitheft. Jo, was haben wir hier? Das übliche, sichere dir deine extra Loot Chest. Gewinne eine exklusive Loot Chest. Special Featured Game. Also statt Kanälen und irgendwelchen Serien tun sie hier auch mal ein Spiel vorstellen, und zwar Game of Thrones von 2014, das, wie hier steht, auf diversen Plattformen verfügbar ist. Ja, Adventure, ganz toll. Ja, nicht viel dazu zu sagen. So, wir fangen an mit unserem ersten Loot, und zwar haben wir hier das T-Shirt. Ich lege es mal hin, ich blende hier alles hier oben ein. Und zwar, bei dem T-Shirt fällt auf, es ist in Blau mit Schwarz, und ich habe es in einer helleren Farbe eingeblendet. Man sieht es einfach besser. Ja, was steht hier? Links Locks Tree Removal Services. Okay, was können wir für dich tun? Ob Bäume fällen, Tiere jagen oder Feuer machen, der tapfere Link steht hier in dem neuen The Legend of Zelda Breath of the Wild Spiel stets zur Verfügung, um Hyrule zu erkunden und Rätselschreine zu entdecken. Okay, ich habe mir mal gedacht, was soll das sein? Tree Removal Service. Holzfäller ist ein Holzfäller. Und Baumentfernungsdienst. Na, Tree Removal Service. Keine Ahnung, ich fand es ein bisschen doof. Hab da ein bisschen gegoogelt und fand raus, das ist eigentlich schon ganz cool. Gibt es in zig Farben. Ja, wirklich in zig Farben, die man sich vorstellen kann. Und auch in verschiedenen Varianten. Also als Longsleeve, als Kapuzenpulli, als Tanktop für die Damen. Gibt es alles. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mir ist es ein bisschen zu dunkel. Ist auch nicht ganz meine Größe. Ich habe nämlich immer Größe S bestellt für Niki, weil ich sowas ja, ich ziehe es nicht an, aber die letzten Shirts waren ja jetzt nicht so mein Style. Okay, als nächstes haben wir hier die Game Boy Money Box. Und zwar, willkommen in der beliebten Super Mario Welt von Nintendo. Wieder einmal gibt es Ärger im Paradies, denn der Endboss Bowser hat die hilflose Prinzessin Peach entführt. Nun braucht Mario deine Hilfe. Deine Aufgabe, sammle so viele Münzen wie es geht und unterstütze den Helden dadurch bei der Rettung der Prinzessin. Ja, was können wir noch dazu sagen zu unserer Dose? Ist mit einem Linsenrasterbild ausgestattet, das eine dreidimensionale Optik erzeugt. Ganz gut, ganz nett. Ich kann es auch mal, ich pack's nicht aus, das ist viel zu, ne? Gameboy Style, schon geil. Ist schon geil, kann man echt nichts sagen. Da geht's weiter. Das ist auch ganz cool. ich leg's erstmal hier raus. Das hier ist nämlich auch nämlich der Bringer schlechthin. Gefällt mir sehr gut. Lese es mal vor. Dann erzähle ich noch irgendwas dazu. Hast du dich schon mal gefragt, wie die Welt in 20 Jahren aussehen könnte? Zusammen mit dem amerikanischen Astronauten, ich habe jetzt australisch gesagt, amerikanischen Astronauten Perry Rhodan kannst du dich nun auf eine Zeitreise etwas anderem Art begeben. Gemeinsam fliegt ihr zum Mond und tritt als erste Menschen in Kontakt mit außerirdischem Leben. Und die sogenannten Arkoniden sind euch nicht unbedingt freundlich gesinnt. Schafft ihr es denn, Frieden zu wahren? So, wir reden hier von Perry Rhodan Sternenstaub, der erste Teil von, ich denke, 7 Sinners. Und dieses Hörbuch geht 6 Stunden und 4 Minuten, also das ist wirklich richtig fett. Dazu haben wir natürlich, jetzt muss ich mal schauen, ich habe es mal aufgeschrieben, Hanno Dinger, ja, der spricht auf diesem Hörbuch, macht ganz, ganz viele Perry Rhodan Sachen, macht es sehr gut. Und Autor dieses Romans war Frank Borsch, der auch, wenn man das mal googelt, sehr, sehr, sehr viele Perry Rhodan Romane geschrieben hat bereits.
Also das ist richtig fett. Da haben sie was richtig Gutes da reingelegt. Als nächstes ein Artwork. Und zwar haben wir hier Sea of Thieves. Ich lese es erstmal vor. Ei-Piraten, die Segel sind gesetzt und die Crew ist an Bord. Alle sind zum Aufbruch bereit und fiebern der rauen See entgegen. Welche Schätze gibt es wohl zu entdecken? Welches Neuland zu erkunden und welche Kämpfe müssen gefochten werden? Sei unser Captain und führe uns durch neue Abenteuer. Okay, Sea of Thieves ist ein Abenteuerspiel, das auf dem PC und auf der Xbox One rauskommt, und zwar am 20.03. dieses Jahres. Und man kann Quests erfüllen, man kann mit seinem Piratenschiff über die Meere segeln und es gibt auch einen PvP-Modus. Kritiken zum Spiel waren ganz gut. Ja, ich habe keine Xbox, wir haben keine Xbox One haben wir nicht. Von daher fällt es jetzt nicht in unser Beuteschema, dieses Spiel. Ja, wäre aber ganz nett gewesen. Mein Piratenspiel gibt es jetzt auch nicht so viele. Na, und wenn, dann sind die jetzt auch nicht unbedingt cool. Cardsleeves, Naruto Cardsleeves für eure Yu-Gi-Oh! Karten. Die könnt ihr hier reinpacken. Auch ganz cool. Und zwar hier steht: Die Trümpfe in deiner Hand und das Ass in deinem Ärmel werden ab sofort von deinem Lieblingshelden, der beliebten Manga-Reihe Naruto, höchstpersönlich beschützt. Damit steht dir auf dem Weg zum Ruhm und Ehre nichts mehr im Weg. Diese außergewöhnlichen Cardsleeves sind sowohl für dein Naruto-Kartendeck als auch für das beliebte Kartenspiel Yu-Gi-Oh! Geeignet. Also Naruto, Yu-Gi-Oh! Das hier ist die Sleeves. Für die Karten habe ich beides nicht. Ich habe auch noch nie ein Yu-Gi-Oh! Spiel gespielt oder Naruto. Das war jetzt eigentlich jetzt auch noch nie so meins gewesen. So, als letztes ist immer Süßigkeit drin. Zum Süßigkeiten ist es cool. Ich lese es mal vor und dann blende ich ganz coole Sachen ein. Erstmal diese Zombie-Gums. Ich lese erstmal vor. Don't open dead inside. Diese ultrasauren Zombie-Kaugummi, dieses ultrasauren Zombie-Kaugummi ist eine echte Herausforderung für alle Lebenden und verwandelt sie in Untote. Es verzieht nicht nur jeden deinen Gesichtsmuskel, sondern färbt deinen Mund auch giftgrün. Okay, ganz cool von der Firma Fini, und das blende ich jetzt ein. Gibt es auch andere coole Sachen, ja? Schaut es euch an und denkt über euren Teil. Diese Zombie-Kaugummis sind ganz cool. Wie gesagt, das ist sehr sauer, haben einen melonigen Geschmack und diese Giftkultur, die hält sich auch sehr lange. Also das ist schon ganz cool. Ich blende die Adresse ein von, ich habe es mir aufgeschrieben, World of Sweets. Da kriegt man auch die anderen Fini-Produkte, wer gerne Camel Balls oder Unicorn Balls haben möchte. Und da gibt es eine Box, 200 Stücke, 8 Euro oder sowas kostet die. Nicht schlecht. Okay. Plus Geschenk haben wir nicht dabei. Brauchen wir auch nicht. Und hier hinten geht es weiter mit der Vorschau. Sneak Previews, Top oder Flop? Und um was geht's da? Nicht nur die Loot Chest hat mysteriös überraschende Inhalte, auch Sneak Previews im Kino können uns in neue spannende Filmwelten eintauchen lassen. Unser Gasttexter schreibt von der Erfahrung in Sneak Previews, große Blockbuster, aber auch langweilige Dokus zu entdecken. Was es genau mit Sneak Previews auf sich hat und welche Entdeckungen du machen kannst, erfährst du im Loot Chest Blog. Ja, meinetwegen. Dann haben wir hier wieder diese Teamvorstellung. Diesmal haben wir den Felix Fern aus dem Bereich Marketing. Und ja, der hat am 5. Geburtstag. Das ist schon ein bisschen her. Da gibt es einen Nachtrag, das gibt es da nicht mehr nach so vielen Tagen. Und hier hinten ist ganz cool: Jägertech, Spezifikationen und Blaupausen aus dem Pacific Rim Universum. Kommt ja am 22. März wieder ins Kino. Hier sind die Blaupausen. Nette Idee, nicht schlecht. Und das war es im Großen und Ganzen schon von unserer Loot Chest im März. Ganz coole Sachen, muss ich sagen. Gerade diese
Spardose. Finde ich richtig cool. Und auch das Hörbuch, das rockt schon. Kann man mal sagen, ne? Gut, ich wünsche euch was. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.